Okay. Ich lasse es an, ja. Das ist so ein Riesenunterschied. Das da ist Pep. Okay. Dr. Pepper. Und Dr. Pepper Light. Mein größter Fehler in diesem Spiel, den ich bisher gemacht habe, war sterben. Hallihallo und willkommen wieder einmal zu einem weiteren Part von La Mulana. Diesmal in Part 3 und diesmal in einer Start-Stopp-Aufnahme, was ich halt auch schon lange nicht mehr getan habe. Und ich möchte ganz kurz so dazu erwähnen, das wird jetzt ein bisschen schneller jetzt gehen von den Parts her, wenn ich jetzt Start-Stopp mache. Daran habe ich gar nicht gedacht. Um ehrlich zu sein, ich habe gar nicht mal das als Option ja die ganze Zeit gesehen, aber ich meine, wenn es an euch jetzt mehr gefällt, wenn es jetzt Start-Stopp ist, dann mache ich das jetzt auch so weiter und dann wird es auch regelmäßiger irgendeinen Part geben, vielleicht auch teilweise zweimal in der Woche. Mal schauen, wie es von den Prüfungen aussieht, aber mal sehen. Das heißt, ich werde es auch nicht mehr rausschneiden können, wenn ich hier unnötig nach links und rechts laufe und ihr müsst es euch jetzt auch ansehen. Also, das müsst ihr euch bewusst sein. Das wollte ich nur so mal extra noch erwähnt haben, für den Fall der Fälle, dass es vielleicht doch ein bisschen nerven könnte. Also, nur so nebenbei. So, und wer es vielleicht schon bemerkt hat, ich bin noch vom letzten Part hier und mir ist echt aufgefallen, ich habe wenig Leben. Das heißt, alles, was wir im letzten Part gemacht haben, ist eigentlich auch schon wieder total für den Arsch gewesen. Und das heißt, wir können von vorne anfangen, alles zu sammeln. Ist das nicht toll? Ach ja. Und ich kann immer noch so richtig gut gegen diese Gocke, was auch immer, Viecher kämpfen. Ihr seht's, ich bin einfach ein wahrer Meister in diesem Spiel. Es ist unfassbar. Unfassbar einfach nur. Nein, nein, nein! Oh, verdammt, Alter. So, was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass wir Steine brauchen. Und davon habe ich einen. Das Problem ist, einer wird mir jetzt echt nicht mehr weiterhelfen. Ich muss auf jeden Fall noch hier drin in dieser Dschungelpyramide, die ziemlich hell ist, irgendwie noch Steine auftreiben. Und diesen fucking Glühfühler, Alter. Und ich drücke gerade in letzter Zeit die ganze Zeit den falschen Knopf. Ich weiß nicht warum, aber, also ich weiß warum. Ich habe das Gefühl, die Peitsche war auf B gedrückt, also gesetzt bei mir, aber ich habe es aus irgendeinem Grund auf X auf meinem Controller. Ich verstehe es nicht, aber es ist so. Und ich sollte es akzeptieren. Und dieser Zubats, ich finde es wirklich nett, ich habe die schöne Nachricht erhalten, dass die Zubats mich noch von hohen Orten runterschleudern können. Das ist ziemlich beunruhigend. Und mir fällt gerade was auf. Dieses fucking Mistvieh. Ja, stimmt. Ja, die Statuen, die machen ja auch dieses Geräusch und mir wurde gesagt, das sind die einzigen von diesen fucking Statuen, die komplett unwichtig sind, die ich nicht brauche, beziehungsweise da kann ich nichts machen. Ist das nicht toll? Es ist unglaublich, wie ich einfach an die falschen Stellen gerate. Und mir fällt gerade ein, kann es sein, dass mein Level Up, das ich bekommen habe, auch weg ist? Das ist sehr wahrscheinlich. Und es ist ziemlich scheiße, weil ihr müsst wissen, das hat mich ziemlich viel Zeit gekostet, da ein bisschen abzuleveln. Naja, oh Gott, da sind wir diese Mutanten. Lieber weg. Wie komme ich da jetzt? Ey, da sind wieder unsere Lieblingskatzen. Miau! Okay, Spaß. Ich glaube, wir tun sie wieder erleiden. Danke. Ey, aber ich kann wieder an dieses tolle Secret hin. Fällt gerade ein, es war verdammt dumm. Ich hatte eigentlich. Fuck. Eigentlich hätte ich den Stein noch gebraucht. Eigentlich. Aber gut, dann ignorieren wir es einfach mal. Ich kann jetzt leider auch nichts mehr dagegen tun, dass es so blöd war. Und verdammte Kacke, diese verdammten blauen Teile. Ich kann euch genau sehen. Ich fühle mich beobachtet. Oh mein Gott. Sie sind direkt unter mir. Warte. Nein. Verdammt. Oh, das war so unglaublich schlecht. Jetzt fast geschafft. Ha! Attacke! Autsch! Mich tut hier gerade alles treffen, aber. Ey, diese verdammte Socke, Alter! Socken! Ha, erwischt. Ich versuche hier gerade alle Gegner zu besiegen, weil. Wer weiß, vielleicht gibt's hier im Traum was. Ich habe ja schon gehört, dass es. Das will ich verarschen. Das Zeit dreht in der Sekunde ab. Oh yeah! Okay, also habe ich doch eine Ahnung über das Spiel. Und jetzt ist die Frage, was haben diese Fuckviecher hier? Was ich nicht habe. Die haben irgendwas. Also so wie sie mich angucken, haben sie irgendetwas Peinliches von mir gesehen. Ist irgendein Internet viral gegangen? Alter, ich rede von Videos, nicht Internet. Oder von Videos im Internet.
So, können wir da überhaupt hoch? Das wäre ziemlich geil. Da wäre ich ein ziemlicher Fan von. Komm. Es wäre möglich. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich finde es übrigens ziemlich schön, wie der... wie unser Lamulana-Kumpel seinen Hut da die ganze Zeit hält, wenn er da runterfällt. Okay, okay, okay. Ganz vorsichtig. Nein, 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 nein. Das war falsch. Obwohl, warte mal. Ich könnte doch irgendetwas bei ihnen tun. Und sag mal, diese blauen Pixel. Gerade habe ich es noch geschrieben. Und tatsächlich, die haben tatsächlich ihr Rampellicht hier. Wir bekommen hier ganz schön viel Aufmerksamkeit. Ach, verdammt. Aber ich gehe mal auf die Seite. Vielleicht löse ich das später. Vielleicht merke ich später, was das genaue Problem mit den Viechern ist. Weil sie starren mich an. Das ist nicht so nicht angenehm. Und? Keine Emmentaler? Och Mann. Schade. Hätte ich mich gefreut. Jetzt geht weg, ihr Skeleton. Zuwärts! Erwischt. Und was können wir jetzt genau mit diesem Block machen? Hier ist jetzt die Frage. Oh, warte, nee, nee, hier ist keine Frage. Es dürfte relativ einfach sein, wenn ich so drüber nachdenke. Wir machen das hier. Dann machen wir das hier. Und dann lassen wir uns von meinem Lieblingszuber treffen. Und dann werfe ich das hier runter. Was jetzt? Ah, ich verstehe, ich verstehe. Wow, Alter, mitten im Sprung gedreht. Oh, das war schlecht. Wir haben hier noch ein Skeleton. Das heißt wiederum, wir bringen ihn um. Weil das kann unter Umständen dazu führen, dass wir eine Kiste bekommen oder so. Und? Nö. Das freut mich jetzt, das freut mich jetzt. Mann, wir müssen unbedingt Geld finden. Irgendwelche Emmentaler. Ach ja, die Musik geht echt ab, muss ich echt sagen. Es ist unglaublich schön, da einfach mitzusummen. So, und jetzt mal schauen, was passiert. Vielleicht in diesem Raum irgendwas, aber ich sehe keine Kiste, also... Ich kann mir denken, hier passiert nichts. Und? Oh. Ich habe keine Steine. Ist das nicht toll, wenn man keine Steine hat? Man kann kein Rätsel lösen dadurch. Mann, das freut mich. Oh Gott, da sind sie wieder. Einfach weiterlaufen. Diese Pyramide ist ganz schön kryptisch. Es gibt Steine. Oh nein, oh nein. Oh, fuck. Okay, die Falle hätte eine etwas bessere Wirkung, wenn sie wirklich tödlich wäre. Und nicht nur versuchen würde, auf tödlich zu machen. Ich bin ein bisschen zu weit rechts gelandet. Nur so zum Protokoll. Ey, ein Emmentaler. Ist das... Nee, das ist nicht tödlich. Okay, das ist einer von den wenigen, die hier so liegen. Aber der hat nichts Besonderes an sich. Ein blauer Pixel! Hat auch nichts Besonderes an sich. Aber hier diese Fackeln. Ich weiß nicht mehr, ob da irgendwas war oder sein könnte. Aber die Fackeln sind aus. Das ist immer wieder was Wichtiges, an das ich irgendwie denke. So, und ansonsten gibt's hier nichts in diesem Raum. Also einfach mal nach rechts weitergehen. Oh Gott, das sind wieder diese ekligen Rattenvieh. Das sind Bombenratten, oder? Das sind Bombenratten. Sie kommen aus einer Bombenfabrik. Oh, Junge. Ich glaube, ich habe sie sogar schon mal gesehen, aber nicht daran gedacht. Oh, Junge. Oh, nein. Das war knapp. Das war ziemlich knapp. Mal schauen. Oh, okay. Es ist immer das Beste, wenn wir auf irgendwelche Skelette hier einschlagen. Ich meine, irgendwelche Leichen hier zu verprügeln, ist immer die beste Idee. Ah, ich weiß... Wow. Was? Was? Ich weiß, zwischen uns funkt es. Zwischen uns funkt es richtig. Ist das da rechts eine Handtasche? Nee, ich glaube nicht, dass es eine Handtasche ist. Das ist einfach... Ist es ein Blatt Papier? Könnte sein, könnte sein. Naja. Ich denke mal, wir gehen in einen anderen Bereich. Ey, jetzt ist er... Der Typ ist jetzt tödlich, Alter. Wir halten uns lieber Fan von ihm.
Und ich glaube nicht, dass wir hier runter können. Fällt mir gerade auf. Okay. Wir sind immer noch auf der Suche nach Emmentaler. Also denke ich jetzt einfach mal... Warte mal. Wir sind hier schon wieder unter diesem Phänomen, dass hier eine Fackel nicht brennt. Aber diesmal brennt hier rechts eine. Aber wir können nichts machen. Sofern ich das richtig verstehe. Oh! Hier ist aber... Ein Moment. Oh. Können wir jetzt einfach da nach links? Im besten Fall. Wow, das war wirklich nett. Du hättest mich ruhig vorwarnen können, Spiel. Oh, Junge. Okay, dann gehen wir jetzt einfach in den nächsten Bereich. Ach komm. Das ist nicht nett, Rachel. Das solltest du nicht tun. Dein Blick kann manchmal Menschen töten. Alter. Vielleicht weint sie auch nur. Ich weiß nicht. Was? Okay. Ich hätte mir echt nicht vorstellen können, dass es so etwas in diesem Spiel hier geben wird. Muss ich ehrlich sagen. Interessant. Es gibt nun wirkliche Katzen, die auf Wassermelonen reiten. Das ist. Das ist eine geile Sache. Nein! Ich wehre mich. Okay, jetzt! Nein! Wer glaubt auch noch, dass ich jetzt wahrscheinlich Game Over gehen werde? Hallo, Alter! Ich will meine Ruhe haben! Sonic! Hilfe! Alter, das ist doch viel zu viel! Wie soll ich damit klarkommen? Okay. Ganz vorsichtig die ganze Zeit nach links und rechts gehen und die Lage erstmal überprüfen. Wir haben einmal Sonic. Oh mein Gott. Junge. Nein! Hilfe! Okay, wir gehen ganz schnell nach rechts, wenn es geht. Okay. Nein! Scheiße! Hilfe! Okay. Vielen Dank, Spiel. Das ist wirklich nett. Könnte ich bitte wieder irgendwie wieder zurückkommen? Oh mein Gott, das ist viel zu... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Spiel gerade kommentiere. Ich bin einfach nur total verwirrt und es passiert zu viel. Und ich habe zu wenig Leben für das, was hier alles passiert. Oh Junge. Ich versuche hier gerade irgendwie die Lage zu... Okay, die Lage zu studieren, aber... Wirklich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das alles hier soll gerade. Und da links ist ein wunderschönes Auge. Das teilweise wie ein R aussieht. Aber sonst, ja, hier sind wieder schöne blaue Pixel, das muss ich echt sagen. Und da ist wieder unser lieber Sonic. Hey, was ist das genau? Nee, ganz ehrlich, das ist Sonic. Das ist Sonic, ganz im Ernst. Nein, ich will den umbringen. Ich will ihn tot sehen. Oh yeah. Oh yeah, ein Emmentaler. Mir fällt gerade so ein. Gibt's eigentlich in dem Spiel... Boah, das war knapp. Gibt's in diesem Spiel... Das war ganz schön skillig. Gibt's in diesem Spiel irgendwelche Tränke? Also so Zelda-mäßig oder irgendwie so? Das wäre ja nämlich eine schöne Sache. Und ich werde jetzt nicht dagegen schlagen, weil ich sterben könnte. Weil es eventuell ein Artefakt sein könnte da. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Also, weil es eventuell ein Artefakt sein könnte da oben. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich war ein bisschen... Oder einen Augenblick. Okay, wir gehen erstmal da entlang. Ah, nein! Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Nein! Ach, 10 Emmentaler. Das ist schön. Aber wie geht's jetzt weiter mit mir? Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen mal in diesen Eingang. Lecken. Lalala. Okay. If there is a man, there's also a woman. Also wenn es einen Mann gibt, dann gibt es auch eine Frau. Sollte das gesagt sein. Not use weapons inside a woman. Was? Also du musst keine Waffen in der Frau verwenden. Ja, ich klicke einfach weiter.
Wenn du dir wünschst, das Rätsel dieses Tempels zu lösen, dann musst du es schaffen, in den nächsten Raum zu kommen. Also ich soll keine Waffen im Raum der... Oh. Ich hab's verstanden, glaube ich. Ich hab's, glaube ich, verstanden. Das heißt, dieses Auge da drüben ist tatsächlich ein wunderschönes Auge einer wunderschönen Jungfrau. Und wir müssen ohne Waffen durchkommen. Das ist ziemlich mies. Wie soll ich das machen? Oh, okay. Die greifen also nur an. Oh nein, doch nicht. Aber was ist, wenn ich die bis... Och man, Alter. Wie soll ich aber dann vorbeikommen? Vor allem, was soll ich gegen Sonic machen? Ah, Fragen über Fragen. Oh, wir brauchen wieder Steine. Toll, oder? Steine. Das ist nett. Ist überhaupt nicht nervig. Oh, wo sind die Steine? Okay, ich versuche mal hier hochzugehen, vielleicht mal wieder zurückzukommen, ohne gegen dieses Viech zu kämpfen. Weil es unter Umständen eventuell zu stark sein könnte. Jetzt bitte. Ich möchte nicht gegen irgendeinen Sonic oder so laufen. Ich möchte einfach nur irgendwie nach oben kommen, ohne zu sterben. Sieht bisher gut aus. Ich hätte jetzt eigentlich schon längst eine Falltür oder so erwartet. Und in Anbetracht meiner Leben... Okay. In Anbetracht meiner Leben... Ich sehe mich eigentlich schon längst tot, ganz ehrlich. Mit den paar Leben. Nein! Nein! Wenn es wenigstens nicht so billig gewesen wäre. Komm schon. Okay. Das war fucking billig, wie ich jetzt gestorben bin. So ein schönes Geräusch. Oh, Alter. Das fühlt sich gut an. Erstmal einen Eistee trinken. Oh, zu wenig Zeit. Okay. Ich darf ja nicht schneiden. Ich habe wieder nur noch 12 Emmentaler. Wir haben wieder keinen Fortschritt. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Ich schau mal, ob jetzt doch vielleicht mal was gespawnt ist. Könnte ja möglich sein. Vielleicht auch nicht. Gut, dann haben wir jetzt wenigstens wieder 2 Steine. Ich habe diesen einen Stein nicht verschwendet und... Ja, jetzt gehen wir weiterhin auf die Suche nach ungefähr... Ich weiß nicht mal, wie viel Emmentalern. Ich bin jetzt auch ein bisschen zu voll, um da jetzt nachzuschauen. Wir sammeln jetzt auf jeden Fall Emmentaler. Ich habe sogar vergessen, wie die Teile heißen. Wurde das mal gesagt? Ich habe es echt vergessen. Ich nenne die nur noch Emmentaler, weil ich echt gerade nicht mehr den Namen im Kopf habe. Wow, da ist ein Eingang. Wusste ich gar nicht. Boah, wir müssen es unbedingt mal anschauen. Boah, ich glaube, wir sind da auf einem großen Ding auf der Spur. Wow, das ist eine riesige Halle und da ist... Schaut ein Gesicht an und dieses Skelett, es bewegt sich. Mann, das war ein neuer Ort. Das ist unglaublich neu alles. Und diese Musik. Ich habe sie noch nie gehört, aber sie klingt unglaublich peppig. Oh nein, wenn sie peppy klingt, dann ist sie so ein bisschen Dual Barrel. Und das ist nicht sonderlich schön. Das ist nicht schön. Und nein, ich muss mir langsam mal merken, dass ich Leitern mit A hochkletter. Und mit runterkletter. Das wäre gut zu wissen. Fuck. Ah, nein. Okay. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich mit A hochklettere. Könntest du mir das bitte beibringen? Skelett. Ah, ich glaube, das kann sich auch nicht mehr beibringen. Okay, wir müssen suchen. Irgendwo Emmentaler. Vielleicht gibt es ja da rechts noch was. Könnte ja möglich sein. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bekommen wir auch nur irgendwelche merkwürdigen Socken ins Gesicht. Warum ist das jetzt... Ich verstehe dich nicht. Diese Socken. Die sind so unglaublich unverständlich. Wow, das... Ich fand, es ist gerade schon ein bisschen skillig, wie ich das gemacht habe. Seriously? Ey, ich wollte gerade skillshotten. War da gerade ein Geräusch? Da
Da ist ein Geräusch bei dem Teil. Oh. Oh, das ist einfach nur das Teil. Könnte auch sein. Der beste Weg, das rauszufinden, wäre es, es hier nochmal zu probieren. Ja, ja. Okay. Nicht so wichtig. Macht doch nichts. Okay. Da rechts ist wieder eine Truhe, aber wir können die ja noch nicht öffnen. Wahrscheinlich hat es was mit den Fackeln zu tun. Bin ich mir immer noch sicher. Das war jetzt schön, das war jetzt schön. Wow, Bro, Alter. Du musst nicht so... Du musst nicht unbedingt sofort umfallen. Bin mir sicher, das habe ich auch schon mal erlebt. Ich habe hier gerade echt das Gefühl von Déjà-vus. Aber, mal gut, mal gut. Wo geht's weiter? Ich hab's wirklich wieder verpennt. Da unten, oder? Bitte, bitte, bitte. Yes! Ey, das ist der perfekte... Warte, wir müssen mal ganz kurz aus dem Bildschirm raus oder wieder rein. So, raus. Oh, da war ja was. Ja, stimmt. Gut, etwas fürs Leben gelernt. Erstmal schauen. Ja, das ist... Warum? Warum? Ich glaube, wir haben es gleich. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich muss nur noch lernen, was eine Falltür ist. Dann weiß ich's. Los, jetzt springen. Danke. Wir könnten den gesamten Bereich wechseln und dann wieder zurücklatschen. Dann hätten wir es. Wenn alles nach Plan läuft. Und wir wissen genau, es läuft nie nach Plan. Sonst wäre ich nicht schon 500 Mal gestorben. Ach, geh da hoch. Geh da hoch, bitte. Danke. Und auf wieder zurück ins nächste Gebiet. Gut, also spawnt wieder. Das finde ich schön. Ey, das könnte jetzt echt eine geile Sache sein, wenn wir hier einen Spawnpoint für Emmentaler haben. Oh ja, das sieht gut aus. Aber bitte, bitte, bitte. Oh Junge. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Und ich habe außerdem meinen Schreibtisch geschlagen. Auch wenn ich das nicht wollte. Das war ein Unfall! Oh. Ich habe mir das ein bisschen... habe ich jetzt gerade außersehen ein bisschen Spielfortschritt erlangt? Könnte das eventuell der Fall sein? Oh Junge. Ich bin halt echt gut in solchen Spielen, ne? Und was habe ich jetzt? Ein Shuriken! Als neue Waffe. Da bin ich mir relativ... ich kann mit Start springen. Das ist eine tolle Nachricht. Nein. Oh, ja. Ah, Subweapon. Einen Augenblick. Nein. Nein. Das ist Pause. Ich habe irgendwie das Gefühl, da haben sich ein paar Knöpfe umgeändert. Ich muss mal da mal was umstellen. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Da ist es. Da ist es. Joy-Con Settings. Da. Also es gibt Enter, hoch, runter, links, rechts. Waffe. Subweapon. Start. Item. Rom? Keine Ahnung. MSX? Keine Ahnung. Option? Da. Da. Fertig. Wie komme ich jetzt wieder zu? Nein. 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 Verdammt. Nein. Das. Ihr seht, ich komme sehr gut klar mit dem Spiel. Mit der Steuerung. Es gibt. Dann mache ich halt lieber so. Waffe. Subweapon. Pause, Item, Form, das. So, und jetzt einfach zurück. Ich komme nicht mehr mit der Steuerung klar, wirklich. Ich meine, ich komme nicht mehr klar. Oh nein! Okay. Ich möchte nur mal sagen, ich lasse es jetzt drin, weil ihr es wollt. Aber das ist gerade... Ja, es ist ziemlich schlecht. Das ist ziemlich schlecht, wie es gerade läuft. Wie mache ich das? Danke. Ah...
runter, links, rechts, Waffe, runter, also B, X, Start, Y, L, R, Z, L, Z, R. So. Und jetzt nochmal F5 drücken. So, jetzt klappt's wieder. Bitte lass es. Bitte hör auf damit. Funktionier wieder. Danke. Ich drück gerade X. Oh! Jetzt habe ich's verstanden. Da oben steht eine 0. Jetzt weiß ich, warum ich die nicht einsetzen kann. Aber das ist ein bisschen unvorteilhaft, weil... Ja... Es ist unvorteilhaft. Aber gut. Wir haben jetzt den Shuriken. Das heißt, das ist ein guter Grund zum Speichern. Das werde ich jetzt wirklich machen. Weil es echt ein verdammt guter Grund zum Speichern ist. Kann ich dich bitte endlich umbringen? Kann ich dich bitte... Nein? Okay. Das ist auch okay. Es ist vollkommen okay. Nicht alle wollen umgebracht werden. Oh yeah, Shuriken. 10 Stück. Okay. Oh yeah. Das wird jetzt erstmal richtig schön. Mit solchen Waffen habe ich erstmal richtige Chancen. Und ich kann ja auch aus der Leiter heraus schießen. Wenn ich nicht zu blöd dafür wäre. Ja. Oh yeah, damit werde ich Spaß haben. Der Spaß meines Lebens. Ich vergesse immer, wenn ich so auf die Musik abgehe, dass ich ja ein Videospiel hier spiele. Aber die Musik ist echt verdammt gut. Das ist unglaublich. Und ich merke gerade selbst, dass ich den Ausgang gerade entlang gehe. Das heißt, ich werde wirklich speichern. Und der Part, der geht jetzt schon 29 Minuten und 41 Minuten. Naja, abgesehen von meinen 2 Minuten 40 Einstellungen, wie ich den Ton und alles synchron bekomme. Also denke ich mal, wird das jetzt auch so langsam das Ende des Parts sein. Und immerhin, wir haben einen Fortschritt erlangt. Das ist das Mindeste, was ich will. Und wir haben 10 Emmentaler gesammelt. Das ist wirklich das Allerbeste davon. Ach ja. Könntest du bitte... Danke. Also es war ein voller Fortschritt, der Part, auch wenn ich einige Fehler gemacht habe, was ich sowieso die ganze Zeit mache. Mein größter Fehler in diesem Spiel, den ich bisher gemacht habe, war sterben. Mal schauen, my wares are cheap. Oh, was war das? Was war das? Das war dieser Handscanner, oder? Wir kaufen ihn, wir kaufen ihn. Ja, der Handscanner. Thank you. Ja, das wollte ich nicht mal. Was ist das? Buckler. Ja, damit kann ich mir nicht sonderlich viel Gedanken machen. Oh, es ist aber nicht toll. Wir haben Fortschritt. Wir haben Fortschritt. Das ist unglaublich. Ich habe wirklich ein bisschen dran gezweifelt, noch irgendwie Fortschritt in dem Part zu bekommen. Aber ich will es trotzdem noch so gut wie es geht blind zocken. Bis ich überhaupt nicht mehr weiterkomme mit den 100%. You should first get a feel for the ruins. Yeah. Guidance Gate. Ja, das war nicht mein Plan. Ich wollte nämlich speichern. Oh yeah. Und jetzt gehe ich hinein. Ich frage mich, was so anstrengend ist, daran überhaupt da reinzugehen. So, do you wanna save? Mhm. Ja. Your save will be deleted. Is that okay? Und der Typ hat plötzlich angefangen, Englisch zu reden. Ja, ja, das ist okay. I've saved your game. Idiot. Der Typ hat irgendwie so seine Tage. Er ändert irgendwie alles Mögliche. Zuerst war er so ein ganz normaler Typi, der mit einer normalen Stimme geredet hat. Dann war er plötzlich ein alter Sack, der sich darüber beschwert hat, wie alles im neueren Leben so leicht ist oder sowas. Und jetzt ist er plötzlich ein Engländer? Amerikaner? Wir wissen es nicht. Wir müssen ihn irgendwann fragen. Und hier drin war nichts, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier drin nichts war. Oh, Steine! Also, wir können nochmal speichern. Weil im Ernst, diese Steine sind verdammt wichtig. Ich muss speichern. Das ist das falsche Haus. Aber es ist das weiße Haus. Oh, schlecht. Das war schlecht. Oh, die Karte. Die Karte, die brauchen wir auch noch. Und was ist das noch? Oh. Oh. Das ist wundervoll. Da ist der Griff wieder. Okay.
Unsere nächste Aufgabe wird sein, die 100 Emmentaler zu knacken. Auch wenn es ewig dauern wird. Oh, Junge. Okay, tschüss. War nett, Sie kennengelernt zu haben, junge Dame. Gehen wir jetzt erstmal wieder hinein und speichern. So, also, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part. Ich meine, wir haben ja den Fortschritt des Jahrtausends. Und ich bin komplett damit zufrieden, wenn ich ganz ehrlich bin. Vor allem, ich habe, wie gesagt, echt nicht sowas erwartet. Das ist so unfucking glaublich. Das ist unglaublich. Also, mit diesem Fortschritt würde ich sagen, verabschiede ich mich von diesem Part. Und ich will noch ganz kurz entgegnen, jeder Part wird ungefähr 30 Minuten lang sein, weil ich glaube, das ist die angemessene Länge für ein kryptisches Spiel wie dieses. Für ein Metroidvania-artiges Spiel. Also 30 Minuten ist Minimum eigentlich. Okay, und das Maximum gleichzeitig. Also dann, bis zum nächsten Part und tschüssi. Oh yeah. Ein Moment. Ich möchte mal ganz kurz noch. Es dauert nur eine Sekunde. Nur eine ganz kurze Sekunde. Ja. Ganz kurz. Es ist eine Zeitverschwendung. Okay, jetzt. Und tschüssi! Ach, ich liebe es. Tschüssi!